Leute, ich habe gerade ein Fanpaket bekommen. An dieser Stelle vielen Dank, André. Und ich werde dir deine Figur so schnell wie möglich signieren. Ich habe bloß momentan hier ein riesen chaotisches Problem. Ein gewisser Moderator hat leider den Stift offen gelassen, also die beiden Stifte zum Signieren der Figuren, diese Folienstifte. Ich muss erst ein paar neue kaufen. Ich gucke, dass ich sie am Samstag dir wegschicke. Pascal und Carsten, euch beiden auch. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Ich muss euch gerade mal den Inhalt des Paketes zeigen. So, was heute hier so brummt. Ich zock gerade Minecraft. So, Moment. Na, jetzt. Unser Ding ist Chaos mit uns heute. So. Also. Das ist echt super. Die Chases sind cool. Also, die Figur werde ich dir ganz toll signieren und auch schnellstmöglich zurückschicken. Und was auch dabei war? Ja. Danke. Vielen, vielen Dank. Und das Revelation Comic, das. Ja, das werde ich mir nachher mal ganz genau anschauen. Pass auf, ich habe von Sonja noch eine signierte Figur. Die habe ich gefunden, die lag noch hinten bei mir in der Vitrine. Die schicke ich dir mit. Und noch einen Gruß von unserer guten Fee Judith. Die gute Fee von Eternia. Und noch eine CD. Aber was ganz Tolles, die Tasse. Ja. Das ist wirklich ein Wink des Schicksals. Ich habe nämlich meine letzte Woche runtergeworfen. Oh, Leute, guck mal auf meinen Schreibtisch. Naja. Danke nochmal, gell? Ich arbeite gerade, oh, halt die neue drei Fragezeichen, die darf ich nicht vergessen. Ich arbeite gerade an den Zeugen der Vergangenheit, habe aber festgestellt, dass die Kamera aus den 40ern ist und nicht wie. Oh Gott, ja, das erwähnen wir gar nicht. Nein, nein, ihr wollt das Chaos ja nicht sehen. Ach was, entschuldige mich, ihr wisst ja, wie es bei mir aussieht. Carsten, Pascal, André, vielen, vielen Dank. Und nochmal einen besonderen Dank an dich, André. Ich werde es so schnell wie möglich alles signieren und guck, dass ich es diese Woche noch rausbringe. Ach, oh je, mein Chaos hier. Also, macht's gut. So, André, ein ganz kurzes Update. Ich habe doch noch ein paar Stifte gefunden. Ich habe dir die Figur signiert. Und die anderen beiden, Carsten, Pascal, ich gucke, dass ihr die Figuren auch noch bekommt diese Woche. André, deine Kaffeetasse wird von mir nicht für Kaffee verwendet werden. Die landet in meiner Fantastic-Vitrine. Hier drin sammle ich alle Sachen, so, was ich so von der Filmerei habe. Oh je, die ist randvoll. Erinnert ihr euch noch an diesen Trap Joe, den ich geliefert habe? Tut immer noch weh. Oder an Folge 18, den Han Solo. Oh Jesus. Also André, vielen Dank nochmal für die Sachen, die du mir zugeschickt hast. Und sie hat einen Ehrenplatz. In diesem Sinne, Sammlerfreunde, bis zum nächsten Mal. Nee, das brauche ich heute nicht. Also, macht's gut.